Es war der gleiche Traum, aber diesmal irgendwie anders. Ich habe gehofft, dass du auftauchen würdest, um mir zu sagen, dass es nur ein Traum sei, doch du warst nicht da. Ich war absolut allein in Daddys Zimmer. Ich fühlte mich so klein wie ein Kind und da waren diese riesigen Maschinen und das Oszilloskop, das seinen Puls überwacht und aufzeichnet. Ich war gefangen wie in einer großen Glaskugel und da war diese Stimme. Lass mich sterben. Sie rief mich immer wieder und bettelte, ich soll ihn doch sterben lassen. Lass mich sterben. Manchmal war es meine Stimme. Manchmal die von Daddy. Lass mich sterben. Halt mich fest, ja? Ja. Ich bin doch für dich da. Würden wir jetzt in ein Flugzeug steigen, könnten wir dem Sonnenuntergang ewig entgegenfliegen. Tage und Nächte. So etwas wünschst du dir? Oh Gott, ja bitte. Dann wären wir endlich frei. Ganz frei. Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo? Ja, kommen Sie rein, Kirk. Hallo, wie geht's? Entschuldigen Sie die späte Störung, aber Jack wollte, dass ich Sie so schnell wie möglich spreche. Etwa wegen der Fusion? Nein, nicht deswegen. Es geht um Ihre Mutter. Es gibt Probleme mit dem Prozess. Na los doch, Mason, erzähl Brandon die Wahrheit. Brandon, du wirst doch glauben, was dir Mason sagt, oder? Du vertraust ihm doch. Also worauf wartest du noch, Mason? Du kennst die Wahrheit. Und du kennst sie seit Jahren. Es gibt keinen Grund, sie länger geheim zu halten. Gina, Santana, was geht hier vor? Oh, ich begreife Sie nicht, Gina. Wieso geben Sie nicht auf? Die Wahrheit kommt sowieso ans Licht, ob sie Ihnen gefällt oder nicht. Ganz genau, doch ich verspreche Ihnen, dass sie Ihnen nicht gefällt. Nun, wie ich sehe, haben sich die Damen wohl sehr viel zu erzählen und Brandon und ich wollten uns unter vier Augen unterhalten, nicht wahr, Brandon? Ja. Also ersparen wir dem Jungen dieses Blutbad. Ihr könnt eure Differenzen irgendwo austragen, aber nicht hier vor dem Jungen. Ja, Mason! Mason! Lass mich rein! Doch! Öffne die Tür! Mason! Jetzt mach doch endlich die Tür auf! Du sollst die Tür aufmachen! Mason! Sie schreibt immer noch Briefe an Joe. Liebesbriefe, die er nie lesen wird. Habe ich da überhaupt noch eine Chance? Es gibt ein Gedicht, das ich aus meiner Kindheit kenne. Mark Twain hat es geschrieben, Joe. Warme Sommersonne, scheine doch hierher. Warmer Südwind, wehe sanft. Weiße Wolken, die weißen Wolken sehe ich ziehen. Alles ist vergänglich. Alles. Auch wir. Was ist mit dem Prozess? Die Verhandlung soll wohl in 2 Wochen stattfinden. 2 Wochen? Ja. Totschlag? Ja. Wie stehen Ihre Chancen? Ich bin kein Anwalt. Das weiß ich, aber was sagt Jack? Jack sagt schlecht. Und was bedeutet schlecht? Schlecht bedeutet 2 Jahre. Ich meine, da muss sie aber schon Glück haben. 2 Jahre im Gefängnis? Was hat Jack noch gesagt? Nur, dass sie diesmal nicht so glimpflich davonkommen wird. Denn vergessen Sie nicht, der Bezirksstaatsanwalt weiß ganz genau, dass der Prozess Publicity machen wird. Und um sein Gesicht zu wahren, wird er sicher keine Gnade kennen. Nein, er wird nichts, aber auch gar nichts bei einer reichen Angeklagten durchgehen lassen. Weiß ihr schon?
Nein, ich war gerade auf dem Wege zu ihr und ich wollte sie fragen, ob sie nicht mit mir mitkommen wollen. Wieso? Tja, aber sie kennt mich nicht und ich bringe ihr nicht gerade eine Freudenbotschaft. Jack dachte, dass es gut wäre, wenn sie mich begleiten würden. Ja gut, wir kommen beide mit. In Ordnung, gut. Ich würde Sie gern noch etwas fragen. Ja bitte, was denn? Ich nehme an, dass alle in der Familie als Zeugen aufgerufen werden. Ja, genau das hat Jack vor. Sie werden aussagen. Wieso fragen Sie? Weil die Dinge, so wie sie sich in den letzten Wochen entwickelt haben, nicht gerade das beste Licht auf meine Mutter geworfen haben. Das verstehe ich nicht. Das ist eine lange Geschichte. Sehen Sie, der Mann, den meine Mutter angeblich getötet haben soll, über ihn sind einige Dinge ans Tageslicht geraten. Sie reden von Ihrem Bruder Channing? Meinem Halbbruder. Er war nicht der Sohn meines Vaters. Wessen denn? Er ist der Sohn von Lionel Lockridge. Sophia hielt das jahrelang geheim. Sie können sich die Gefühle meiner Familie vorstellen, als sie es erfuhren, besonders die von meinem Vater. Ich bin sogar sicher, dass das die eigentliche Ursache für diesen furchtbaren Schlaganfall war. Von all dem wusste ich nichts. Also Eden, da haben vielleicht noch mehr Nein, Gründe mitgespielt. Ihr Vater hat sie nicht mit den Details belästigt, aber ich halte es für fairer, wenn Sie wissen, was ich davon halte, für meine Mutter in den Zeugenstand zu treten. Ich spreche nicht für Ted und Kelly, ich kann nur für mich selbst sprechen und mir fällt es unsagbar schwer. Eden, komm schon, hör auf damit. Ich meine, vielleicht irrst du dich. Was? Willst du, dass ich den tadellosen Charakter meiner Mutter verteidige als vertrauenswürdig und loyal? Wir reden hier über zwei verschiedene Dinge. Sie steht nicht wegen der Lügen über Channing vor Gericht, sondern wegen Mordes. Im ersten Fall mag sie schuldig sein, aber ich würde sagen, ganz gewiss nicht im zweiten. Also bring das nicht durcheinander. Genau das wird nicht leicht werden. Ganz egal, ob es dir leicht oder schwer fällt. Hier geht es um Gerechtigkeit und dass sie ins Gefängnis geht für einen Unfall. Findest du das gerecht? Willst du das auf dein Gewissen laden? Hallo. Entschuldige, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Naja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich doch die Absicht, dich aus dem Konzept zu bringen. Sieht ja fast so aus, als würdest du arbeiten. Wir haben ja auch eine Frist. Die müssen wir einhalten, komme was wolle, das hast du auch gesagt. Genau. Ich habe eben Verantwortungsbewusstsein. Sagen Sie, Mr. Hartley, was finden Sie an Kelly Capwell so anziehend? Ihre unwiderstehlich humorlose schon, Art oder Kelly, was? Lass das, bitte. Entschuldige. Hey, gute Idee, die beiden Bilder auf dieselbe Seite zu setzen. Ja, dachte ich auch. Nick, ich hätte vielleicht noch eine bessere Idee. Was? Ich glaube, wenn man den Satz umdreht, würde es auch nicht schlecht aussehen. Weißt du, das obere zu Kelly, unter. Wer ist hier der Fotograf? Du oder ich? Ich hatte es doch nur vorgeschlagen und war neugierig, wie es aussehen würde. Ich habe jahrelang Grafik studiert und ich denke, ich weiß genau, wie man Fotos oder das Layout arrangiert. Ich wollte dich nicht kritisieren. Na fein. Was hast du denn? Nichts. Hast du dich vielleicht geärgert, weil ich so lange weg war? Du hast das Recht, so lange spazieren zu gehen, wie du es für richtig hältst. Aber ganz offensichtlich ist doch irgendetwas passiert. Gar nichts ist passiert. Nichts ist passiert? Ich wollte mich um die Arbeit kümmern, oder sollte ich sie vielleicht links liegen lassen? Natürlich nicht. Ich glaube, du weißt nicht, was du willst. Was soll das wieder heißen? Du bist so schrecklich inkonsequent. In sehr vielen Dingen. Nick, mir liegt sehr viel an diesem Buch und ich habe mindestens genauso hart daran gearbeitet wie du. Also wieso holst du gleich so weit aus, nur weil ich ein Detail in Frage stelle? Jetzt hör mir mal zu. Dieses Buch ist ein Geschäft und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Das weiß ich doch. Wieso haben wir nie über Geld gesprochen? Ha? Ich muss meinen Bruder unterstützen und ich habe lukrative Aufträge zurückgestellt, nur um an diesem Projekt arbeiten zu können. Und ich finde es nicht vermessen zu fragen, mit wie viel Prozent ich an diesem Buch beteiligt bin. Oh, das tut mir leid. Ich dachte eigentlich, dass wir darauf warten, dass das Buch vom Verlag akzeptiert wird. Ich wusste ja nicht, Ist es nicht zu spät, um uns zu einigen? Wir hätten längst Klarheit schaffen sollen, und zwar schriftlich. Aber das ist ja möglicherweise unter deiner Würde. Woher solltest du das auch kennen? Du musstest noch nie mit Heller und Pfennig rechnen. Was siehst du mich so an? Warum sind die beiden allein da drin? Ich will jetzt endlich wissen, was hier vorgeht. Das geht überhaupt nichts an. Halten Sie sich raus. Ich sag es Ihnen. Ich sagte Ihnen, das geht Sophia nichts an. Das läuft zwischen Ihnen, mir und Brandon. Mason wird jetzt Brandon die Wahrheit sagen. Und endlich wird mein Sohn erfahren, wer seine richtige Mutter ist. Träumen Sie nur weiter, Santana. Mason wird keinen Ärger machen, wenn es um Brandon geht. Er wird garantiert dafür Sorge tragen, dass alles beim Alten bleibt. Einen Augenblick mal, Santana. Ich dachte, Sie wären einverstanden, dass Brandon die Wahrheit erfährt. Sie sagten doch, es wäre nur zu seinem eigenen Besten. So war es, aber Gina wollte ja alles ganz anders. Sie war es, die angefangen hat, alles auszukusern. Was? Es war ein Versehen. Brandon hörte Gina sagen, sie sei nicht seine leibliche Mutter.
Als sie merkte, was sie angerichtet hatte, versuchte sie, sich rauszureden. Aber Brandon wurde doch misstrauisch. Er hatte Zweifel an dem, was sie sagte. Ihn glaubt er auch nicht, deshalb spricht er ja mit Mason. Sie meinen, Brandon erwartet von Mason, die volle Wahrheit zu erfahren? Ist es das? Ja, so ist es. Er glaubt alles, was Mason ihm sagt. Mason wird ihm nicht sagen, dass Sie seine Mutter sind. Das weiß ich genau. Wieso stellen Sie sich nicht der Wahrheit? Erst zerstören Sie Brandons Vertrauen und jetzt werden Sie ihn noch ganz verlieren. Er hätte schon viel früher erfahren müssen. Zu beunruhigen scheint Sie das ja nicht. Wieso sind Sie sicher, dass Mason zu Ihren Gunsten entscheidet? Weil Mason weiß, dass ich die bessere Mutter bin. Ach so, verstehe. Es hat natürlich auch nichts mit den Papieren zu tun, die Sie hinter Ihrem Rücken verstecken. Wieso? Wäre das verboten? Oh, ich habe nur den leisen Verdacht, dass Sie gegen Mason irgendwas in der Hand haben. Und ich wüsste gerne, was Sie es ist. Sie scheinen ja eine blühende Fantasie zu haben, Sophia. Ganz egal, was Sie gegen ihn in der Hand haben. Es wird niemals funktionieren. Ach, tatsächlich? Glauben Sie doch, was Sie glauben wollen. Und auch wenn es funktioniert, was würde das ändern? Wie soll ich das verstehen? Hören Sie, Sie schieben doch nur etwas auf! Brandon zweifelt an Ihnen, sein Vertrauen ist zerstört. Und von jetzt an wird er immer misstrauisch sein. Auch wenn er die Wahrheit heute nicht erfahren sollte, wird es ihn so lange quälen, bis er sie findet, auch wenn es ihm nicht gefällt. Dazu wird es nicht kommen, ob es Ihnen nun gefällt oder nicht. Wieso fragen Sie nicht Sophia, wie es ist, wenn ein erwachsenes Kind erfährt, dass es jahrelang von seiner Mutter angelogen wurde? Das ist etwas vollkommen anderes. Sophia hatte nie eine wirkliche Beziehung zu ihren Kindern. Es war leicht, sie als Mutter abzulehnen. Sie sind selbstgefällig. Ich hoffe, das wird Ihnen nicht mal zum Verhängnis. Santana! Mason? Danke. Was gibt Mason das Recht, mir mein Kind wegzunehmen? Er hat es mir versprochen. Er hat es mir doch fest versprochen. Regen Sie sich nicht auf. Beruhigen Sie sich doch. Seien Sie ganz ruhig. Ich muss mit Ihnen reden. Ja, es beantwortet ein paar brennende Fragen. Mrs. Capwell hat Sie kommen lassen, nehme ich an. Ja. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, aber ich bin ja gerade fertig geworden. Ich darf doch die Rechnung zuschicken, ja? Sicher doch. Danke. Sehr clever, Gina. Ein Platz, an den ich nie gedacht hätte. Er soll mir aus den Augen gehen, ich will ihn nicht sprechen. Ganz egal, was du ihr zu sagen hast, Mason, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Brandon hat dir vertraut. Wie konntest du ihm das antun? Du Teufel, Mason. So hinterhältig wie du bist, wird dich eines Tages Brandon genauso hassen, wie ich es tue. Alles, was er wollte, war die Wahrheit. Er war bereit, er war längst bereit, die Wahrheit und mich zu akzeptieren. Darling, er ist noch so jung. Diese Umstellung hätte er einfach Denken nicht Sie verkraftet. Denn ich hätte ihm dabei nicht geholfen. Selbst wenn Mason Brandon die Wahrheit erzählt hätte, glauben Sie, dass Gina ihn so einfach hätte weggehen lassen? Nein, sie hätte gekämpft. Gina hätte sich nie zufrieden gegeben. Es wäre zum Prozess gekommen, zu einem Tauziehen ums Sorgerecht. Und auch wenn Sie gewonnen hätten, zu welchem Preis? Und welchen Preis hätte der Kleine zahlen müssen? Und welchen Preis zahlen wir jetzt? Ein Kind sollte nicht aufwachsen bei einer Mutter wie Gina. Sie sollten der Wahrheit ins Gesicht sehen, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Brandon liebt Gina. Sie ist die Mutter, die ihn großgezogen hat. Wenn Sie versuchen, ihn ihr wegzunehmen, wäre das ein fataler Fehler. Das ist nicht fair, Sophia. Ich will ihn doch nur lieben und für ihn da sein. Ich will ihm doch nicht schaden. Ich weiß. Sie wissen gar nichts. Sie sind genauso verlogen und hintertrieben wie die anderen, die sagen, dass es Brandon bei Gina besser geht, nur weil sie aneinander gewöhnt sind. Santana, so einfach ist das aber nicht. Ich will nichts mehr davon hören. Es nützt doch sowieso nichts. Santana, alles okay? Nein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Irgendwas ist doch immer hier los. Das wäre ganz was Neues, wenn nicht. Entschuldigt mich, ich hole nur Sophia. Sie hat in den letzten Wochen viel durchgemacht, ja? Tja, das mit dem Prozess ihrer Mutter war ein bisschen viel. Mhm.
Wie wird Ihr Vater im Einzelnen vorgehen? Wissen Sie Bescheid? Er wird sich hauptsächlich auf Aussagen über Ihren Charakter stützen müssen. Er ist nicht gerade begeistert von dem, was ihm bevorsteht. Was halten Sie denn von einem Vergleich? Sie bekennt sich der fahrlässigen Tötung für schuldig und kommt so mit einer Bewährungsstrafe davon. Würde sie denn darauf eingehen? Wenn sie schlau ist. Wie Sie meinen, ich könnte es Jack vorschlagen. Ist eine gute Idee und der beste Weg, ja wirklich. Guten Tag, Mrs. Armanti. Kirk Cranston, freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag, Mr. Cranston. Ich bringe Ihnen Grüße aus Washington. Ja, Ihnen hat mir gerade gesagt, dass Ihr Vater Neuigkeiten für mich hat. Ja, das hat er. Könnten wir uns nicht setzen? Aber sicher, kommen Sie. Gut. Wir warten hier. Schön. Ich sollte Kelly anrufen und ihr erklären, dass wir zu Mom halten müssen, wenigstens für die Zeit der Verhandlung. Also schließt du dich mir an? Wo du recht hast, hast du recht. Na also, Eden, wieso nicht gleich so? Werde nicht so gierig. Oh, nochmal, ich rüst zu gern. Na, wo du recht hast, hast du recht. Oh, das klingt wirklich gut. Hallo? Ja, hier spricht Eden Capwell. Ja, ich bleibe dran. Wer ist das? Ein Polizeikommissioner. Die Polizei? Was soll das? Ja, Commissioner. Nein, Jack Lee ist in Washington. Soll ich Ihnen seine Privatnummer geben? Nein, okay. Danke sehr. Auf Wiederhören. Wen rufst du an? Na, wen wohl, Kelly? Eine Sekunde. Wieso will der Commissioner mit Jack Lee reden? Was denkst du, wieso? Ich habe eine Theorie und hoffe, dass sie falsch ist. Also, Eden, sag mir jetzt, dass du damit nichts zu tun hast. Ich sehe darin nichts Schlimmes. Du hast Jack angerufen, damit er beim Commissioner ein gutes Wort für mich einlegt? Willst du eigentlich deinen Job wieder oder ist es dir egal? Eden, wenn ich meinen Job wiederhaben will, dann schaffe ich das auch allein, ohne dass du heimliche Anrufe für mich machst. Verdammt, ich... Wann lernst du das endlich? Es ist wohl unter deiner Würde, über Geld zu sprechen. Nein, ich wusste nur nicht, dass es dir so unsagbar wichtig ist. Weißt du noch, als wir dieses Buch anfingen, wussten wir gar nicht, ob wir eine Chance hätten. Es war kein gewöhnlicher Auftrag, ein Experiment und ohne Vertrag. Und ich dachte, du siehst es genauso. Nein, es geht längst über das experimentelle Stadium hinaus. Ich glaube, wir haben hier was Reelles und dein Verlegerfreund sieht das ganz bestimmt genauso. Und wenn er es verlegt? Wenn er es verlegt, sollten wir hier und jetzt entscheiden, wie der Gewinn verteilt wird. Denn wenn wir warten, bis es herauskommt, könnte es zu spät sein. Wieso? Was sollte sich denn bis dahin ändern? Alles Mögliche. Kelly, so etwas passiert öfter, als du denkst. Heute ist man noch ein hervorragendes Team und die kreative Zusammenarbeit läuft wie am Schnürchen, doch ehe man sich versieht, gibt es Auseinandersetzungen und alles bricht zusammen. Und deswegen halte ich es unbedingt für notwendig, uns über die finanziellen Seiten klar zu werden, und zwar vorher. Heißt das, dass wir nicht mehr miteinander auskommen würden, bevor die Sache geklärt ist? Ja, ganz genau. Das meinst du natürlich rein theoretisch. Natürlich. Blödsinn. Ich weiß wirklich nicht, wieso du dich dagegen sträubst. Es ist allgemein üblich, einen Vertrag aufzusetzen, ob man befreundet ist oder nicht. Ja, aber weißt du, irgendwie kommt es mir so vor, als wären wir keine Freunde mehr, Nick. Na, hör mal, nun mach dich aber nicht lächerlich. Ich rede doch nur davon, dass wir Grundlagen schaffen was sollten, dass wir ehrlich... Was du hier erzählst, ist lächerlich. Du redest davon, nüchtern und objektiv zu sein und dabei bist du wütend auf mich. Was habe ich gemacht? Was ist hier eigentlich los? Vergiss das Telefon! Hallo? Ja, sie ist da. Sekunde. Es ist für dich. Ich glaube, es ist Eden. Hallo? Ja, ich bin gerade sehr beschäftigt. Was? Okay. Nein. Nein, es ist schon in Ordnung. Ich verstehe. Gut, ich komme so bald wie möglich. Bis dann. Moms Prozesstermin steht fest und die Familie will darüber reden. Ich muss gehen. Ja, mach's gut. Was meinst du, soll ich dich lieber nicht mehr besuchen? Tja, keine Ahnung. Das musst du wissen. Bruce, du hast deinen Job meinetwegen verloren. Es ist nur rechtens, wenn ich dir helfe, dass Moment du ihn wiederbekommst. Moment mal, das ist nicht meine Art und das weißt du. Ach, Bruce. Ich... Sophia. Alles okay? Ja, ich fühle mich gut. Etwas zittrig vielleicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich hatte es doch erwartet. Trotzdem, es war sicher ein Schock. Das kann man wohl sagen. Ich werde es schon irgendwie schaffen. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass Jack mich in den Zeugenstand ruft und ich die Wahrheit sage. Das müsste ziemlich schnell gehen. Eden, ich weiß, dass du und die Familie zu mir gestanden habt, aber das erwarte ich nicht länger von euch. Ich versprach dir auszusagen, Sophia, daran ändert sich nichts. Dein Versprechen hast du unter anderen Umständen gegeben. Ich möchte nicht, dass du Probleme bekommst.
Eden, ich werde das allein schaffen. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, wie Sie den Prozess und das Ganze drumherum vermeiden können. Ja. Ja, ich glaube, das wäre wirklich das Beste. Was? Tja, ich habe es noch nicht mit Jack diskutiert, aber im Ernst, ich bin ehrlich davon überzeugt, er würde mitmachen. Die Frage ist nur, wie stehen Sie dazu? Sie denken doch nicht an eine Absprache. Danke, nein. Nein, nein, Moment, Mrs. Armanti, wenn Sie die Schuld eingestehen nein. würden. Also Augenblick mal. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ihre Chancen, die Geschworenen zu überzeugen, ohne die Unterstützung Ihrer Familie, der vollen Unterstützung der Familie, sind sehr schwach. Aber bekennen Sie sich der fahrlässigen Tötung für schuldig? Nein, warten Sie, nur der fahrlässigen Tötung. Dann haben Sie nicht nur die Chance auf Straferlass und Bewährung, sondern brauchen womöglich gar nicht ins Gefängnis. Ich bin unschuldig. Ich will nicht vor dem Richter stehen und sagen, dass ich schuldig wäre. Es wäre doch nur so eine Art Handel. Du solltest auf Kirk hören. Seinen Vorschlag finde ich gar nicht so unsinnig. Danken Sie lieber Cruz. Er war es, der mich darauf gebracht hat. Ja, und da wäre noch eine Sache, die Sie bedenken sollten. In der Verhandlung wird CC gar nicht aussagen können, dass er die Waffe geladen hat. So ist es. Wollen Sie nicht wenigstens darüber nachdenken? Also gut, ich denke drüber nach. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich würde gern Eden unter vier Augen sprechen. Wir warten so lange draußen. Sie haben recht mit dem Schuldbekenntnis. Es ist die einzige Chance. Ich hatte nicht vor, den Fall zu diskutieren. Ich wollte eigentlich nur über uns sprechen. Siehst du denn noch eine Chance, dass wir uns je wieder vertragen könnten? Dafür ist es etwas zu spät. Na gut, dann tu mir einen Gefallen. Hör dir wenigstens alles an. Die Zeit hast du ja noch. Du musst nichts sagen. Du brauchst nur zuzuhören. Wir haben versucht, ihr zu erklären, dass es für alle das Beste wäre, wenn sie sich schuldig bekennen würde. Mom! Wäre es nur meine Entscheidung, würde ich es mir ernsthaft überlegen. Aber sie liegt nur bei dir. Du bist nun mal angeklagt und musst das Urteil vom Gericht anerkennen. Und ich bin der Meinung, dass wir ihr nichts vorschreiben sollen. So einfach ist das nicht, Kelly. Kelly, Kelly, hör mir zu. Wenn ich mich für unschuldig erkläre, was glaubst du, ist mit den Leuten, die dann aussagen müssen? Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wärst du wirklich imstande zu bezeugen, dass ich schon immer dein vollstes Vertrauen hatte? Ich glaube fest daran, dass du Channing nie töten wolltest. Es könnte viel mehr geschehen. Sie würden Mutter von vorne bis hinten analysieren und das könnte heikel werden. Was bleibt uns denn übrig? Entweder glauben wir an ihre Unschuld oder wir lassen. Und wenn, dann sollten wir auch bereit sein, dazu zu stehen, oder nicht? Dann müssen wir aber auch darauf gefasst sein, dass unser Familienname öffentlich durch den Schmutz gezogen wird. Nein, also ich finde, das wäre das Letzte, was wir gebrauchen könnten. Nach allem, was passiert ist. Was dabei herauskommen würde, ist, dass uns die Presse mit Schmutz bewirft. Ted wurde freigesprochen in allen Punkten der Anklage. Genauso wie Mom. Sie will doch nichts anderes als ihre Unschuld beweisen. Aber da ist noch etwas anderes. Und zwar Jack. Er sieht keine Chance, dass Mutter freigesprochen wird. Da liegt es wohl wirklich bei Mom. Aber ich halte es für völlig falsch. Sie hat das Recht, die ganze Geschichte so zu erzählen, wie sie passiert ist. Wenn sie sich für unschuldig erklärt, dann nimmt sie sich diese Möglichkeit. Wisst ihr, was mir dazu einfällt? Ich stelle mir gerade vor, was euer Vater dazu sagen würde, wenn er könnte. Es könnte sein, dass er mit dir einer Meinung ist. Dass der Familienname nicht wieder in Verruf gerät. Und ich bin mir leider nicht sicher, ob er mich in dem Prozess unterstützt. Das ist schon möglich, Mom. Aber ich weiß, wenn es wirklich zum Prozess kommen würde, würde er sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Er würde dich vielleicht rauswerfen. Aber solange er dich für unschuldig hält, würde er vor Gericht genau das aussagen. Das weißt du doch. Ganz einfach. Wenn du dich für schuldig erklärst, musst du vielleicht nicht ins Gefängnis. Würdest du das Risiko eingehen? Ja, das würde ich. Denn ich will die Wahrheit sagen. Ich sage euch, wenn ich etwas in den letzten Wochen gelernt habe, dann das eine. Dass Ehrlichkeit das Wichtigste im Leben ist, egal was passiert. Dann hast du meine Unterstützung. Ein Gefängnisaufenthalt ist nicht so schlimm, wenn ich weiß, wofür. Und ich sage euch, ich werde kämpfen. Dann sind wir uns einig. Du plädierst auf nicht schuldig und Eden und ich versuchen, dir Rückendeckung zu geben. Wir werden das schon durchstehen, Mom. Nicht wahr, Eden? Ach, hier bist du. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Ja, ich habe etwas die Kontrolle verloren auf der Suche nach der Bombe, die du zünden wolltest. Ich hatte schon vor, das Parkett aufzureißen und stell dir vor, ich habe nicht mal an die Wände gedacht. Ein besseres Versteck würde ich nie wiederfinden. Das würde ich auch so. Schläft er. Mason, ich danke dir. Na, hör mal, was dankst du mir, Gina? Du hast mir doch keine Wahl gelassen, oder? Du mir auch nicht, Mason. Ich war verzweifelt. Ich hatte furchtbare Angst, dass du Mitleid mit Santana haben würdest, weißt du? Meinst, ich wollte deswegen hätte ich es getan, weil mir Klein Gina gedroht hat, hm? Tut mir leid, Mason. Alles, woran ich dachte, war, dass ich Brandon verlieren könnte. Ich habe es für Brandon getan, Gina. Einen anderen Grund gab's für mich nicht. Du hättest mit einem ganzen Dutzend Testamenten kommen können, Gina. Wäre ich davon überzeugt gewesen, dass Brandon bei Santana besser aufgehoben wäre, dann hätte ich ihm mit Sicherheit die Wahrheit gesagt. Also bilde dir nicht ein, du hättest mich dazu gebracht, meinen eigenen Willen zu vergewaltigen. Na, wie auch immer, ich bin dir jedenfalls unheimlich dankbar. Brandon ist einer der ganz wenigen hier, der mich akzeptiert, wie ich wirklich bin. Ohne Bedingungen. Und ohne Forderungen. Ich tue alles, um ihn glücklich zu machen. Ich bin froh, dass du denkst, dass er bei mir glücklich ist. Er liebt dich. Du stellst für ihn Sicherheit und Geborgenheit dar. Kein Kind sollte darauf verzichten. Und das sagt dir jemand, der darauf verzichten musste. Wissen, kannst du mir verzeihen, dass ich versucht habe, das Testament gegen dich zu verwenden? Doch nur, weil ich weiß, dass du dir damit ins eigene Fleisch geschnitten hättest. Das Testament schließt nämlich dich genauso wie mich aus. Und mir ist klar geworden, dass du alles aufgeben würdest, nur um Brandon zu behalten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich den Kleinen liebe. Oh doch, das kann ich. Ich tue alles für die Menschen, die ich liebe. Mason, probier's doch mal aus, hm? Oh, Gina, du bist wirklich erstaunlich. Eben noch schreist du auf die Guillotine und im nächsten Moment bist du die reine Sanftheit. Da ist ein Unterschied zwischen Sanftheit und Sanftheit. Aber solltest du zu sanft werden, würdest du den Spaß verlieren. Von welcher Art Spaß redest du überhaupt? Sag mal, hast du das schon vergessen? Ich schätze, ich muss dich erinnern. Oh, Mason, das ist alles schon so lange her. Aus gutem Grund. Es gibt nur unendliche Schwierigkeiten, wenn wir beide unsere Natur freien Lauf lassen, weißt du? Welches Parfum benutzt du eigentlich? Ich benutze gar kein Parfum. Und Mary, was nimmt sie? Was? Du hast mich schon verstanden. Was macht ihr zwei denn überhaupt so? Setzt ihr euch hin und haltet Bibelstunde, hm? Mason, ich finde, sie ist ein wirklich sehr nettes Mädchen. Aber ein Mann wie du kann doch nicht seine ganze Zeit mit tiefschürfenden Diskussionen verschwenden. Hast du nicht Appetit auf was anderes? Darum geht's mir bei Mary nicht, Gina. Ja, ich weiß, Miss. Ich mach dir auch keinen Vorwurf. Komm mit nach oben, ja? Wozu die Eile? Wieso bleiben wir nicht noch ein bisschen hier unten? Hier, wieso denn? Was können wir denn hier unten schon anstellen? Eine Menge. Wir könnten uns vor das knisternde Kaminfeuer setzen und ein bisschen schmusen. Welches Feuer? Ich sehe keinen Kamin. Wer braucht einen Kamin? Wir könnten das Testament im Papierkorb verbrennen. Oh, das hätte ich ja auch ahnen können. Du denkst nur an dieses Testament. Das ist nicht das Einzige, was ich will, aber es würde meine Glut immens schüren. Tja, ich hab's aber nicht dabei. Deshalb würde ich sagen, sag mir, wo es ist und ich hol's. Übertreib jetzt nicht so, oder ich fange an zu glauben, dass du mich womöglich nicht mehr willst. Oh, ich will nicht, dass du das denkst. Ich möchte nicht mal den Eindruck erwecken, ich... Dann hör auf, über das Testament zu reden. Also gut. Versprichst du's? Ich verspreche es. Gut, dann werde ich hochgehen und mich fertig machen. Und in ein paar Minuten kommst du nach und leistest mir Gesellschaft, klar? Woher soll ich wissen, wann es soweit ist? Soll ich meine Augen schließen und bis 100 zählen? Mason, du kannst machen, was du willst, aber vergiss nicht, ich will kein Wort mehr vom Testament hören. Gut, wie du willst. Bis gleich. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ja, ich habe den vorläufigen Vertrag aufgesetzt. Denkst möchtest du etwa, ihn ich sehen? Ich bin deswegen hier, um diesen blöden Vertrag zu unterzeichnen? Also, wenn du wirklich so darüber ich denkst, dann sage ich... Ich habe dir gesagt, was ich davon halte. Ich glaube einfach nicht, dass es dir um Verträge geht. Es geht eindeutig um mich und dich. Das ist es doch, oder nicht? Also wirst du mir jetzt erzählen, was mit dir los ist, Nick? Wir sind an einem Scheideweg angelangt und es wird langsam Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Was redest du da, Nick? Was ist mit dir los, ha? Was soll das?
Wenn du mich loswerden willst, wieso sagst du es dann nicht mit deinen eigenen Worten? Was ist es, was ich dir angetan habe? Du kannst nichts dafür, Kelly. Wofür kann ich nichts? Du hast eben keine Kontrolle über deine Gefühle. Ich sag dir, was ich fühle. Ich fühle, dass du und ich, wir uns schätzen lernen. Ja, und dass zwischen uns etwas Besonderes passiert ist. Und dann gehe ich spazieren und komme zurück. Und alles ist verändert, als hätte ich's geträumt. Ja, Kelly, aber dieses irgendwie besondere Gefühl zwischen uns, das bedeutet für dich doch nur Freundschaft, oder etwa nicht? War es nicht schon ziemlich offensichtlich, dass wir mehr als Freunde sind? Kelly, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten kannst tanzen. Kannst du mir sagen, was du damit meinst? Du lebst in zwei Welten. Die eine ist die Traumwelt, in der du immer noch glücklich mit Joe lebst, und dann gibt's die wirkliche Welt mit mir. Und das halte ich nicht aus. Ich Wenn kann du dich Joe nicht teilen. Meinst, dann irrst du dich, Nick. Es ist nicht so, wie du denkst. Ach, meinst du wirklich? Kelly, ich habe doch gesehen, wie du einen Brief an Joe geschrieben hast. Oh nein. Du schreibst doch keinen Brief an einen Toten, es sei denn, er ist noch sehr lebendig in deinem Herzen. Du irrst dich. Tu ich das? Kelly, ja, ich bin dir gefolgt. Ich sah dich knien vor seinem Grab, ich sah die Tränen in deinen Augen und ich durfte mit ansehen, wie du sehr behutsam den Liebesbrief neben sein Grab gelegt hast. Dachtest du wirklich, es war ein Liebesbrief? Tut mir leid, Kelly, versteh mich bitte nicht falsch. Aber die Zeit mit Joe war offensichtlich der Höhepunkt deines bisherigen Lebens. Ja, das will ich gar nicht leugnen. Joe war der erste Mann, den ich geliebt habe, und wir hatten es unheimlich schwer, glaub mir das. Und weißt du, als er starb, konnte ich das doch nicht einfach so vergessen. Aber ich habe mich in den letzten Monaten verändert und ich begann wieder etwas zu fühlen. Ich wurde wieder offener, und das alles nur wegen dir. Meinetwegen? Glaub mir, es war kein Liebesbrief, den ich an Joes Grab legte. Bist du dir da so sicher? Hör zu, wenn du schon meinen Worten nicht glaubst, dann geh doch hin und lies, was ich ihm geschrieben habe. Na los, geh schon. Worauf wartest du noch? Du weißt doch, wo das Grab ist. Kelly. Geh schon. Du verstehst ja doch erst alles, wenn du ihn gelesen hast. Geh und lies ihn. Licht. Seit wann legst du auf Atmosphäre Wert, Gina? Seit ich deinen Vorschlag nochmal überdacht habe. Welchen Vorschlag? Nun, warst du denn nicht ganz wild auf ein Freudenfeuer? Oder hast du es dir anders überlegt? Oh, nein. Darf ich mal sehen? Wieso? So wie ich dich kenne, könnte es auch ein alter Mietvertrag sein. Letzter Wille und Testament. Oh, soll das heißen, du wärst bereit, die Unterlagen direkt vor meinen Augen zu verbrennen? Nun ja, du sagtest doch, es würde deine Leidenschaft steigern. Da dachte ich, vielleicht ist es das wert. Und habe ich recht? Gina, wenn du das Testament verbrennst, gewinnt der Ausdruck, für jemanden Feuer und Flamme zu sein, eine völlig neue Bedeutung. Oh, genau das wollte ich hören. Oh, möchtest du das nicht selbst übernehmen? Ich wäre entzückt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ja. Weißt du, Sissi hätte nie versuchen sollen, sich an uns beiden zu rächen. Er hätte wissen müssen, dass wir immer zusammenhalten. Naja, zwei Köpfe sind eben besser als einer. Du lässt dir ja richtig was einfallen, Gina. Machst du dich lustig? Aber nicht doch. Du musst es beweisen. Wie ich es sehe, liegt jetzt alles an Ted. Kelly hat klar gemacht, wie sie dazu steht. Und du kennst meine Position. Also, was Ted sagt, wird die Entscheidung bringen. Eine Abstimmung also, wenn ich recht verstehe. Zwei Drittel der Capron-Kinder und wir haben eine beschlussfähige Mehrheit. So vielleicht? Etwas in dieser Art. Du kommst sehr nach deinem Vater. Tja, er benutzte auch Geschäftspraktiken in Privatangelegenheiten. Sophia, ich wollte lediglich versuchen, fair zu sein. Das weiß ich. Und ich weiß, dass du die Hauptlast auf deinen Schultern trägst, seit dein Vater krank ist. Aber du weißt, es kann auch einen Menschen verändern, wenn man sich zu viel aufbürdet. Die Gefühle kommen zu kurz, nur nicht schwach werden, volle Kraft voraus. Ich will nicht, dass dir das passiert. Du redest, als wäre es schon geschehen. Deinem Vater das Wasser zu reichen ist anstrengend. Du fragst dich ständig, was würde er tun? Was würde er in der Situation sagen? Das ist nicht falsch,
solange du nicht aus den Augen verlierst, was du tun würdest und für richtig hältst. Ich will einfach nicht, dass du dein natürliches Wesen verlierst, nur weil du meinst, du müsstest dich an ihm orientieren. Das mache ich nicht. Ich mache nur das, was ich für richtig halte. Ich bringe das nur zur Sprache, weil ich dich liebe und nicht will, dass du dich zum Sklaven deiner Pflichten machst und die menschlichen Werte aus den Augen verlierst. Das hat dein Vater getan und deswegen hatte er den Schlaganfall. Das? Und die Tatsache, dass die Frau, die er über alles liebte, ihn zutiefst enttäuschte und ihn fallen ließ. Ich bin mir vollends bewusst, welche Schuld ich an der Krankheit deines Vaters habe. Aber er hat auch Schuld. Er ist immer nur seinen Weg gegangen. Und dein Leben, Mutter, war eine einzige Lüge. Ich sage dir, ich bereue es, Eden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich es bereue. Ja, ich bereue meine Selbstsucht, meine Unüberlegtheiten, auch alle meine Sünden in der Jugend. Und ich dachte, ich könnte es wieder gut machen. Ich dachte sogar, ich könnte es ungeschehen machen, indem ich eine gute Mutter und Ehefrau bin. Aber ich konnte es nicht. Ich sah ein, dass es nicht möglich war. Kannst du dich nicht ein einziges Mal in meine Lage versetzen? Ich war doch damals noch sehr, sehr jung. Ich war verängstigt. Ich war nicht von Cici, sondern von einem anderen Mann schwanger. Ich würde so etwas niemals wieder tun und ich weiß, es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Aber wenn du nur für eine Minute versuchen würdest zu verstehen, vielleicht könntest du mir verzeihen. Sag mal, wieso liegt dir eigentlich so viel daran? Weil ich dich liebe. Du bist mein Fleisch und mein Blut. Du bist mein Kind. Ohne deine Vergebung würde ich verzweifeln. Fühlst du denn nicht, dass du mir vergeben willst? Nun, sind Sie zu einem Entschluss gekommen, Miss Capwell? Meine Mutter hat sich entschlossen. Sie plädiert auf nicht schuldig. Nun, ich werde alles tun, damit sie nicht ins Gefängnis kommt. Aber es scheint mir, als werden wir ihr nicht sehr viel helfen können. Also, was meinen Sie? Soll ich jetzt Jack anrufen und ihm sagen, dass er keinen Vergleich aushandeln soll? Nein. Sagen Sie, Jack, ich werde mich der fahrlässigen Tötung für schuldig bekennen. Ja, aber ich dachte, dass Eden sagte... Ich weiß, aber ich sehe keinen Grund, die Familie in diesen Prozess hineinzuziehen. Sagen Sie das, Jack, und fragen Sie, was er tun kann. Gut. Es war die richtige Entscheidung. Sie werden es nicht bereuen. Das hoffe ich. Na gut, dann werde ich ihn gleich mal anrufen. Danke. Ich kann mir vorstellen, wie schwer Entschuldigen es Ihnen gefallen Sie mich, ist. Cruz. Ich muss zum Gästehaus zurück. Ja, natürlich. Ja, Dad, ich bin's. Ich bin gerade bei den Capwells. Mhm. Ja, ich sagte es ihr gerade. Hör zu, es war ein anstrengender Abend. Wie wär's, wenn ich dir alles der Reihe nach erzähle? Fest steht, Mrs. Armanti bekennt sich der fahrlässigen Tötung für schuldig. Denkst du, dass sie mit einer Bewährungsstrafe davonkommt? Ja. Ja. Gut, ich werd's ihr sagen. Oh, ja, da wäre noch eine Sache. Sag mal, hast du nicht einen Anruf vom Commissioner bekommen? Ja, Cruz erwähnte das. Ich glaube, es hat ihn sehr beschäftigt. Hat er dich telefonisch erreicht? Cruz hat was? Gekündigt? Oh, das wusste ich nicht. Etwa, weil du versucht hast, ihn nach Miami zu schicken? Ist deine Art? Ja, genau so ist er. Ja, fein, sehr gut. Ist das wirklich? Ja, das wird schon klappen. Wir sehen uns morgen. Wahnsinn. Das war Jack. Er denkt genauso darüber. Ein Vergleich scheint ihm der beste Ausweg zu sein. Ich kann nicht glauben, dass sie akzeptiert hat. Wird er den Fall in Angriff nehmen? Ja, und zwar gleich morgen früh. Ach, übrigens, er sprach mit dem Commissioner. Was ist passiert? Och, nicht viel. Offensichtlich stellen sie jemanden, der den Dienst quittiert hat, nur ungern wieder. Ey Mann, ich habe niemanden gebeten, ein Wort für mich einzulegen. Das war Edens Idee. Gut, aber Jack bat mich, es ihn auszurichten. Fest steht, wenn sie sich für eine Rückkehr in den Dienst entscheiden sollten, wird man ihnen sehr entgegenkommen. Na fein, Sie wissen, wo ich wohne. Ich werde nicht bei den Jungs betteln gehen. Wie Sie wollen. Danke, Kirk. Wenn Sie Jack vor mir sprechen sollten, danken Sie ihm dafür. Wenn Cruz es nicht zu schätzen weiß, ich schon. Sie hat recht. Ich weiß es nicht zu schätzen. Oh, es war wundervoll. Hatte ich nicht recht? Hm? Haben mich nun die Flammen der Leidenschaft in schwindelerregende Höhen gepeitscht? Ja. Überrascht mich, Gina. Ich hätte nicht gedacht, dass du das Testament verbrennst. Das zeigt ja nur, dass ich dich nicht so gut kenne, wie ich geglaubt hatte. Doch, das tust du. Was? Du kennst mich, Mason.
Du warst überzeugt, ich würde das Testament nicht verbrennen und du hattest recht. Aber ich sah es doch. Ich meine, ich habe doch diese Papiere gelesen. Kopien? 20 Cent pro Seite hätte es draußen gekostet, aber das brauchte ich nicht mal. Sissy hat doch seinen eigenen Offset-Kopierer. Schlau war es. Es war ja auch dunkel hier drin. Weißt du, Gina, möglicherweise bist du wirklich schlau. Was meinst du damit? Wenn du sagst, dass wir zusammengehören und wenn du so eine Nummer durchziehst, dann muss ich dir einfach recht geben. Wie könnte ich jemandem widerstehen, der mir so ähnlich ist? Sag ich ja. Mein liebster Joe, du weißt, ich habe dich immer sehr geliebt. Ich denke so oft an dich, fühle mich dir ganz nah. Aber als ich deine Schwester heute so glücklich sah, wurde mir klar, dass du mir das genauso wünschen würdest. Daddy ist sehr krank und kann jeden Augenblick sterben. Und das zeigt mir, wie kurz das Leben ist. Durch dich habe ich lieben gelernt. Und ich werde versuchen zu leben und Liebe zu finden und so glücklich zu sein, wie ich kann. Es macht dich doch nicht unglücklich, wenn ich dir jetzt sage, dass ich einen sehr netten Mann ins Herz geschlossen habe. Du kannst mir glauben, dass es sehr lange gedauert hat, bis ich mir das eingestanden habe. Aber jetzt weiß ich, dass ich ihn liebe. So lass uns jetzt Abschied voneinander nehmen, obwohl mir klar ist, dass ich dich nie vergessen werde. In Liebe.